Willkommen zu einem neuen göttlich brachialen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Kampagne von God of War Ascension. Der Teil, der noch vor Teil 1 spielt. Hier sehen wir die traurigen Ursprünge Kratos Geschichte. Und ihr alle wisst, der alte Kratos, nicht der neue Kratos, ja, den die meisten kennen, sondern der gute alte Badass Kratos. Der war ganz anders drauf. Der hat gemetzelt, gemordet und Blut vergossen und er stand auf die Ladies. Und die Ladies, die standen auch auf Kratos. Dementsprechend weiß ich nicht, ob wir das überhaupt auf YouTube zeigen dürfen. Wir probieren es mal und vielleicht funktioniert's. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr wisst, wie es geht, einfach nur eine kleine Bewertung dalassen. Gerne auch einen Kommentar schreiben. Wir spielen das Ganze auf der PlayStation 5 und es ist trotzdem ein PlayStation 3 Spiel. Ganz, ganz wichtig, dieses Spiel wurde nicht remastered wie Teil 3 zum Beispiel, sondern das ist einfach nur die PlayStation 3 Version auf der PlayStation 5. Aber trotzdem, ein großartiges Spiel. Metzeln wir uns durch. Ich hoffe, alles funktioniert. Let's go! Alter, sehr geil. Mein Spielprofil ist auch noch hier drin. Profil 1, zuletzt gespielt am 16.03.2013 um 0.38 Uhr und Spielzeit 19 Stunden, 8 Minuten, 55 Sekunden. Ich weiß noch, damals war das Spiel extrem schwer und daraufhin hat dann Sony einen Patch rausgebracht, der einige Stellen ein bisschen leichter gemacht hat. Ich habe das damals aber alles zum Release gespielt, bevor dieser Patch kam und ich kann mich erinnern, am Ende gab es so einen Aufzug, der nach oben geführt hat und da kamen unendlich viele richtig böse, dicke Gegner und ich habe geschwitzt, aber ich habe es durchgezogen. Gut, starten wir hier mit Profil 2 und spielen auch nochmal auf Normal. In der Zeit vor den Titanen, den Göttern des Olymps, tobte eine erbitterte Schlacht. Der Zorn der Protogonoi der Wesen, die die Erde erschaffen hatten, wütete eine Ewigkeit lang außer Kontrolle. Und aus diesem Zorn, diesem Kriegswahn, entstanden die Furien. Weder Titan noch Gott, Sterbliche oder Schatten. Die Furien unterstanden niemandem. Denn sie waren die Hüter der Ehre, die Vollstrecker der Bestrafung, der Ruin der Verräter. Als Zeus an die Macht gelangte, erkannte er, dass er die Schwester nicht fürchten musste. Die Furien sannen nur bei jenen auf Vergeltung, die sie für schuldig befanden. Der erste dieser Verräter war Aegeon, der Hekatonsche Ehre. Als die Bestie Zeus den Bluteid schwor, nur um den König der Götter dann zu verraten, schritten die Furien rasch zur Tat. Die Schwestern machten unbarmherzig Jagd auf Aegeon und als sie die Kreatur gefangen hatten, folterten sie sie erbarmungslos. Denn die Furien fanden, der Tod sei zu gnädig für diesen Eidbrecher. Aegeon, der Hekatonsche Ehre, wurde zum Exempel für alle. Ein besonderes Symbol für diejenigen, die einen Bluteid brechen wollten, mit einem Gott. Der große General aus Sparta war endlich besiegt, vom Wahnsinn nahe, gefoltert und nicht wissend, wo er sich befand, erkannte der Krieger, dass er gefangen war wie eine Fliege im Netz der Furien. Niemals, niemals wieder.
Was ist los? Du scheinst verwirrt, Kratos. Kannst du dich nicht mehr an unsere gemeinsame Zeit erinnern? Andererseits wurden wir ja unsanft von meiner Schwester unterbrochen. Alecto hatte schon immer schlechte Manieren. Keine Sorge, ich bin eine sehr gute Lehrerin für Respekt! Für das, was du geraubt hast, schulde ich dir das hier. Oh yes, komm zu Daddy. Dein Zorn ist gar nicht. Kein Sterblicher wird mich vernichten. Ich bin kein gewöhnlicher Sterblicher. Du hältst dich für so besonders, weil Ares dich erwählt hat. Aber du bist gar nichts. Sondern ich bin Kratos, der Vernichter von allem und jedem, auch Göttern. Du bist ein wertloser Sterblicher. Da wären wir also. Der Anfang, wie alles begann, wie Kratos so eine verflucht coole Sau wurde. Und ich werde angegriffen von dreckigen, widerlichen Käferlis. Leider, wie gesagt, ist das hier ein PlayStation 3 Titel und der wurde nicht remastered wie zum Beispiel Teil 3. Dementsprechend hat Teil 3 einfach die bessere Auflösung. Ares ist ein Narr, dich zurückzuwollen. Aber das Spiel hätte es trotzdem verdient. Denn auch wenn irgendwie alle dieses Spiel gehasst haben, ich mochte es. Ich fand das Spiel gut. Mir jetzt immer gefallen, keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall mega Spaß mit dem Teil. Es war halt wirklich das letzte traditionelle God of War Spiel. Tu, was du willst. Mich wirst du nie fangen. Oh, da unten sind ja noch kleine Käferlis. Na? Ihr Bock drauf zu gehen, ihr kleinen Drecksviecher? Den Wunsch kann ich euch doch gerne erfüllen. Ich bin ganz, ganz netter Onkel. Ja, auch hier so die Kisten und alles ist halt wirklich typisch God of War. Und ich mag die alten Teile lieber. Da werden mich jetzt sehr viele steinigen. Stirb, Sterblicher! Na, du bist ja ein kleiner Widerling. Hast du Bock auf die Fresse zu kriegen? Dann riech mal an meinem Fuß. Schnupper an meiner Sandale. Ja, der alte Kratos war einfach geiler. Er war wütend, zornig, brachial, hat alles zerlegt, hat jede Frau genommen. Er war ein echter Spartaner. Ein echter Grieche. Der neue Kratos, nun, der ist eher so der Athener. Dankeschön. Dankeschön, dass du mir das hier nochmal bestätigst. Ich meine, ja, er ist Familienvater. Er ist ein Daddy geworden. Bams. Ihr zerrobbt hier wieder alles, ne? Na komm mal her, du. Kleiner Lump. Erstmal schön dem anderen hier ins Gesicht. Und hier gab es ziemlich geile Finisher, soweit ich weiß. Ah, warte. Jetzt, Achtung. So lief das damals. Einfach die Birne runtergerissen. Jetzt stellt euch mal vor, der neue Teil mit der Grafik vom neuen Teil, ne? Der so brutal wie die alten gewesen. Ich meine, Teil 3 hatte ja wirklich Stellen, wo ich gedacht habe, Alter.
wie er da die Götter zerrissen hat. Schädel runtergerissen und so ein Kram. Das war schon sehr, sehr derbe. Aber gut derbe. Nom, 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 nom. Kleines Blutbad. Du bist nur ein Sterblicher. Nicht mehr, nicht weniger. Oh, ich bin so viel mehr, du alte Hexe. Alter, gerade kriege ich aber ganz schön auf die Backen. What? What is going on? So. Ach, Abwehr gab es auch noch. Stimmt. Ey, ich muss erstmal wieder so ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Bam. Warte. Ah, ich will den einen hier eigentlich zerlegen. Das gibt es nicht. Ich krieg jeden nur nicht den Dude, den ich haben will. Na dann halt eben so. Statt Freiheit wirst du nur dein Ende finden. Ich glaube, wenn hier jemand sein Ende finden wird, dann du. Ich bin unschuldig. Die Götter geben mich auf. Wir sind alle unschuldig. Halt den Mund. Er ist infiziert. Sie sind alle infiziert. Naja, ihr seid alle unschuldig. Kann man die eigentlich töten? Das fand ich auch immer so geil an Kratos, dass er einfach jeden gekillt hat. Er hat wirklich einen Scheiß auf jeden gegeben. Das hat ihn sehr, sehr sympathisch gemacht in meinen Augen. Aber, was viele gar nicht wissen, dieses Spiel hier, Ascension, das wird beworben mit 100% Uncut, ja? Das Spiel soll 100% ungeschnitten sein. Alles ist drin. Was aber nicht stimmt. Denn die europäische Version, nicht die deutsche, die komplett europäische Version ist geschnitten. Und zwar an 2, 3 kleinen Stellen, also wirklich winzig kleine Stellen. Irgend so ein Endboss, den man später erledigt. Da tritt man nochmal nach, wenn der bezwungen ist. Da gibt man ihm sozusagen den Todestritt. Und in der amerikanischen Version siehst du einfach, wie der Fuß den Kopf trifft. Und in der deutschen bzw. europäischen Version schwenkt die Kamera halt weg. Du wirst sehen, wie wir hier mit den Eidbrechern umgehen. Multischlagwaffe. Damit kann ich Gegner beim Abwehren betäuben. Die alte sieht aber ganz schön mitgenommen aus. Ah, hier, das ist es. Das ist dieser Move. Ach, komm schon. So will ich es sehen. Alter, da bebt die Treppe. Es wird Zeit, dass du den Tod findest. Aber es läuft sogar mit 60 Frames. Echte 60 Frames. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Hohohoho. Muss man mal daran. Wild. Mal sehen, wie du mit den Hekatonscheren fertig wirst. Natürlich gibt es Riesenmonster. Gib ihm. Boah, die hauen aber auch fies rein. Komm schon. Ja, genau so. Und jetzt nochmal hier schön nachtreten. That's my man.
klar. Achtung. Wow, 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 wow. Der trifft mich immer mit diesem Move. Von damals. Alles klar. Nehmen wir das Monster mal einen Haken. Ah, das habe ich immer geliebt. Alter, Level-Design immer noch episch. Immer noch absolut episch. Wow, 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 wow. Okay, da muss ich hier zwischen rein. Achtung. Treffe ich den Kollegen überhaupt? Gefühlt nämlich nicht. Komm, runter mit uns. Na, hier treffe ich ihn so ein bisschen. Ja, ich treffe nur an der Stelle. Ja, jetzt. Achtung. So, du mieser Schweinehund. Oh nein, da trifft er mich. Obwohl, wow, ich bin wieder drin. 60 Frames for the win. Oh, da hat er mich mal getroffen. Alles klar. Ekelhafter Kunde hier. Ekelhafter, widerlicher Kunde. Ah, das gibt's nicht. Was für eine doofe Stelle, den zu treffen. Dass er auch hier so komisch, ekelhaft an der Wand hängt. Das war ein knappes Ding. Den triffst du so schlecht. Ich hab das gar nicht mehr so in Erinnerung. Vielleicht mache ich irgendwas auch komplett falsch. Au. Da hat er meine Gefühle mit verletzt. Was macht er jetzt? Er sticht da unten rein. Ja, endlich, endlich, ja. Er war gut. Ah. Komm her. Autsch. Ja, na also, geht doch. Anstrengend. Oh, no, 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 no. Okay, ich dachte schon, ich hätte mich gedrückt. Na komm! Das ist mein Stil, Baby. Du kannst uns nicht besiegen. Immer noch episch, immer noch legendär. Sagt, was ihr wollt. Ich find's immer noch geil. Wow, 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 wow. Ich meine, das war halt damals wirklich brachial. Es war damals einfach nur beeindruckend. Klar, der Dreier war göttlich. Der Dreier war absolut göttlich. Aber auch der Teil hier, ich fand's geil. Ich meine, nach dem Dreier, was willst du da noch machen? Ne? Das war so ein Megaspiel. Ist es schwierig, noch eins draufzusetzen. Ich persönlich finde auch, er kommt nicht unbedingt an Teil 3 ran, Ascension. Aber, ja. Ändert ja nichts daran, dass man mit dem Spiel trotzdem jede Menge Spaß hat. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ach, hier drüben. So. Ich hatte trotzdem ganz viel Spaß mit dem Spiel. Moment, können wir hier rum? Jo.
Es war eh eine geile Zeit damals. Irgendeinen Jump'n'Run habe ich noch gespielt mit so einer Figur, die hatte keinen Kopf. Meine Schwestern sind zu sanft zu dir. Die hatte keinen Kopf und hat dann immer irgendwie andere Köpfe als Ersatzkopf verwendet und das war alles so auf Pappe und Wolle aufgebaut. War auch ein Sony Exclusive. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Kannte auch keine Sau. Geniales Spiel für die PlayStation 3. Ist völlig untergegangen. Leider. Hat das Spiel aber null verdient, weil es richtig gut war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Allgemein, die PlayStation 3 hatte schon ein paar geile Spiele. Auch sehr, sehr geile Exclusive, wie ich finde. Oh, der Kollege war noch am Leben im Käfig. Tja, das nenne ich mal... Das nenne ich mal Pech. Na, Jungs? Ihr wollt Prügel? Ihr wollt ein bisschen Prügel? Mit euren Stöcken da hinten? Ganz schön arschig, oder? Bunkern sich da hinten ein. Oh, yes. Ja, Mann. Ja, beim 1er weiß ich noch, Riesenskandal. Kratos tötet direkt in der ersten Mission irgendwie die Fischer. Gibt einen Furz auf die Jungs. Denkt sich so, ist mir doch egal. Ich mach die alten Fischer hier platt. Das juckt mich in Feuchten. Und ich kann mich noch damals erinnern, ich habe das Spiel nämlich auch in der Schweiz gekauft. War ja in Deutschland indiziert. Und da war ein Riesengeheul wegen dieser Nummer mit den Fischern. Das war halt für die damalige Zeit, weißt du, du spielst einen Held, der sich denkt, ey, unschuldige Menschen töten, das war halt damals immer noch ganz, ganz großes Geheule. Da hatte man böse Lulu in den Augen. In der damaligen Zeit. Ich meine, heute ist das Geheule wieder groß. Ist es nicht die... Wow, Alter, dieses Screenshaking ist aber ganz schön übel. Ich meine, früher war YouTube mega cool. Hatte man überhaupt gar keine Probleme gehabt. Ich meine, ich habe Spiele wie Hunter gespielt und so ein Kram, ne? Alles easy. Outlast. Kein Thema. Hau raus. Gewalt. Kommen wir mit klar. Und jetzt ist halt YouTube total auf dem Muschi-Zug. Man kann es nicht anders nennen. Die stuhlen sich halt direkt ein, sobald ein bisschen derbe Sprüche fallen und ein bisschen Blut spritzt. Haben die direkt Angst. Könnt ihr irgendein... Wow. Fettige Finger. Könnt ihr irgendein Sponsor sich wieder beleidigt fühlen. Heute muss alles weichgespült, gewaltfrei und natürlich politisch korrekt sein. Und Kratos? Ah! Der Mann, der ist nicht politisch korrekt. Ganz und gar nicht. Ich verhätschle dich nicht so wie meine Schwestern. Er trägt ein ganz seltsames Zeichen. Er ist der eine. Er wird uns von den Furien befreien. Er ist verflucht. Bleib weg. Befreien eher negativ. Wow, 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 hey, Freunde. Uncool. Echt uncool. Boah, ich wollte eigentlich hier gerade so einen schönen Stampfer machen. Aber die drehen gerade voll durch und geben mir sehr hart auf die Fresse. Aber später haben wir die ganzen Kombos und Gadgets und Waffen, dann wird es deutlich leichter. Das ist wieder so ein Spiel, das wird besser oder du wirst besser, je weiter du kommst. Am Anfang ist es ein bisschen knackig, aber dann bist du ein gottgleiches Wesen. Wo ist er denn hin? Er ist tot.
Allein das Level-Design. Ich finde, in der PlayStation 3-Ära hatte Sony so geiles Level-Design. Auch Uncharted. Die alten Uncharted-Games mit dem Zug in Teil 2 und so. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn, das Level-Design und wie das so alles brachial abgelaufen ist. Achtung! Alles klar, Freunde. Rage läuft. Sag mal, wie viele Gegner sind in diesem kleinen Ding? Oh, das war auch ein geiler Move. Springen und einen hochheben, dann so schön runterschleudern. Wow, 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 wow. Achtung! Oh. Verdammt! Und tschüss! Unangenehm! Da flattert mein Röckchen! Das gute alte Wachhäuschen. Tja, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich werde wahrscheinlich die eine etwas nudige Szene zensieren müssen, denn mittlerweile ist auch so, wenn Videos auf YouTube ab 18 geschalten werden, dann kann man sie gar nicht mehr angucken, außer man hinterlegt seinen Personalausweis oder eine Kreditkarte. Und ich weiß auch, sehr viele Menschen, die über 18 sind, wollen das nicht. Die wollen nicht einfach irgendeine Kreditkarte YouTube reindrücken. Kann ich auch verstehen. Oder irgendeinen Personalausweis. Deswegen, ja, muss ich machen, sonst sieht das keine Sau. Es tut mir leid. Aber auf YouTube findet man bestimmt auch das Ganze unzensiert. Ist traurig, aber es liegt nicht an mir, Freunde. Wenn es nach mir ginge, ey, alles drin. Bis zum nächsten Mal, Bewertung dalassen und tschüss!